Der SU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie werden sich sicherlich wundern, dass so eine wichtige Debatte, man sieht das an dem hochkarätigen Auditorium auf der Bundesratsbank, dem vollen Plenarsaal, von einem einfachen Abgeordneten des Deutschen Bundestages eröffnet wird. Aber wir haben uns bewusst entschieden, das so zu machen, um zu zeigen, dass Gesetze immer noch im Deutschen Bundestag beschlossen werden und bei allem Respekt nicht in Ministerpräsidentenkonferenzen und auch nicht in irgendwelchen Runden im Kanzleramt oder sonst wo. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir hier klar machen, dass dies hier heute eine Debatte des Deutschen Bundestages ist. Zweite Vorbemerkung. Es kann kein Land gut sein, in dem es dem Bund gut geht, den Einzelstaaten nicht und auch umgekehrt. Es kann kein Land gut sein, in dem es den Ländern gut geht und den Kommunen nicht und umgekehrt. Und es kann kein Land gut sein, in dem es Regionen gibt, in denen es den Menschen gut geht und Regionen, in denen es den Menschen nicht gut geht. Und das heißt, egal auf welcher politischen Ebene wir tätig sind, ob im Bund, im Land oder in den Kommunen, wir haben alle immer auch die Verantwortung für die anderen und die Verantwortung für das Ganze. Man kann es einem Schüler nicht erklären, dass eine Schule ein Dach hat, was nicht dicht ist, weil man sich über Zuständigkeiten nicht einig wird. Und deswegen, meine Damen und Herren, kann es auch nicht sein, dass wir uns als Bundespolitiker wegducken, wenn es Probleme in den Ländern gibt, dass die Länderpolitiker sich verstecken, wenn es Probleme im Bund oder in den Kommunen gibt. Und auch jedem Kommunalpolitiker sollte es klar sein, dass es seiner Stadt nur gut gehen kann, wenn es dem Land gut geht. Und das, meine Damen und Herren, ist einer der Hauptgründe dafür, warum ich gleich empfehlen möchte, heute diesem Gesetzpaket zuzustimmen. Aber im Einzelnen, um was geht es? Das Paket besteht aus 5 Blöcken. Der erste Block sind die Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Der zweite Block sind Mittel für kommunale Investitionen in finanzschwachen Kommunen, in die Bildungsinfrastruktur. Der dritte Block ist eine Neuausbalancierung von Bund-Länder-Beziehungen, die nichts mit Geld zu tun haben. Der vierte Block ist eine Infrastrukturgesellschaft für die Bundesautobahn. Und der fünfte Block ist das Unterhaltsvorschussgesetz. Und lassen Sie mich einige Bemerkungen zu einigen dieser Blöcke machen. Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Wir alle standen unter erheblichem Zeitdruck. 2019 laufen wichtige Regeln auf, insbesondere auch für die 5 neuen Länder und für Berlin. Wir haben die Schuldenbremse, die ab 2020 auch von den Ländern einzuhalten ist. Wir haben anhängige Klagen beim Bundesverfassungsgericht. Wir standen aber nicht nur unter Zeitdruck, sondern auch unter erheblichem Druck der Länder. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle auch bei allem Respekt sagen. Das war teilweise schon im Sinne einer föderalen Partnerschaft grenzwertig, wie da argumentiert worden ist. Und wir sollten das nicht überstrapazieren zukünftig, diese Art und Weise, wie da gearbeitet worden ist. Bei den Ländern war es so, dass gesagt wurde, die Geberländer wollen besser gestellt werden. Kann ich verstehen. Kein Land soll schlechter gestellt werden. Und wir müssen Ländern wie Bremen und dem Saarland aus gutem Grund Sanierungsperspektiven bieten. Diese Quadratur des Kreises konnte nur gelingen, weil der Bund reingegrätscht ist mit 10 Milliarden. Dieser Betrag wird aufwachsen, es wird mehr werden. Aber wir sind nicht nur mit Geld in die Unterstützung gegangen, sondern wir haben uns auch vereinbart, dass wir das Risiko, wenn die Lebensverhältnisse in den Ländern weiter auseinanderklaffen, als das heute der Fall ist, im Wesentlichen vom Bund tragen lassen. Das ist sehr viel. Wir sind damit an die Grenze unserer finanziellen Belastbarkeit gegangen, in der Perspektive, in der Risikoübernahme. Und auch da bitte ich, dass das anerkannt wird, was wir hier finanziell als Bund leisten. Und vielleicht führt das ja auch dazu, dass das ständige Rufen nach Geld vom Bund, egal was ist, dann zumindest etwas leiser wird. Wir würden uns wünschen, dass das nach diesem Paket aufhört. Es ist aber auch so, dass die Länder einen Preis dafür gezahlt haben. Der Preis dafür ist, dass die schwachen Länder zukünftig, wie jemand zugegeben etwas übertrieben geschrieben hat, Kostgänger des Bundes werden. Das heißt, die Balance zwischen Ländersolidarität und der Verantwortung des Bundes, die hat sich verschoben. Auch das muss man an dieser Stelle wissen. Zweites Paket, das sind die kommunalen Investitionen. Und jetzt wird gleich Folgendes passieren.
Es wird eine Jubeldebatte geben, dass das Kooperationsverbot damit aufgehoben worden ist. Das ist mitnichten der Fall. Für diejenigen von Ihnen, die sich nicht so mit Länderfinanzverfassungen beschäftigen, Kooperationsverbot heißt, dass die Bundesländer alleine für Bildung verantwortlich sind und das auch zahlen und dass der Bund sich da gefälligst rauszuhalten hat. Und das haben wir alle mal sehr, sehr gut gefunden. Wir finden es als CDU, CSU auch immer noch gut, dass das so ist. Weil nämlich eins die Lebenserfahrung lehrt, wenn zwei für was zuständig sind, wenn zwei was finanzieren müssen, dann gibt das immer ein Durcheinander und das geht nie gut aus. Wir plädieren weiterhin für klare Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern, meine Damen und Herren. Aber wir greifen trotzdem ein, und zwar aus einem Grund. Weil wir festgestellt haben, dass einige Länder nicht in der Lage sind, die Schulinfrastruktur auch sicherzustellen. Und es kann nicht sein, dass die Kinder darunter leiden, dass wir uns in der föderalen Finanzverfassung nicht einig werden. Wir sehen uns als Bund in der Verantwortung, dieser Notlage Abhilfe zu schaffen. Das tun wir hier an dieser Stelle. Aber wir sagen auch ganz eindeutig eins, das ist eine Ausnahme und das kann nicht eine Regel sein, meine Damen und Herren. Der dritte Punkt sind die strukturellen Verbesserungen in der Balance. Wir haben zukünftig, erstaunlicherweise, dass das bisher nicht der Fall war, Mitspracherechte bei Mischfinanzierung, wo wir Länderaufgaben mitfinanzieren. Und wir haben nicht nur Mitspracherechte, wir haben endlich auch Prüfungsrechte, wo wir als Haushälter Eckart Rehberg lange für gekämpft haben. Und das ist gut. Wir werden ein digitales Bürgerportal errichten. Wir werden endlich auch als Bundesverwaltung digital und wir werden Länder und Kommunen mit einbeziehen. Auch das war vorher nicht möglich. Wir werden im Bereich der Steuerverwaltung Verbesserungen erzielen. Das ist mehr was für steuerpolitische Feinschmecker, aber es ist ein riesiger Sprung, der uns unglaublich weiterbringen wird. Und wir werden, was auch dringend notwendig war, den Stabilitätsrat stärken, der nicht nur für die Überwachung der Haushalte zuständig ist, sondern auch für die Einhaltung der Schuldenbremse. Der nächste Block, das ist die Infrastrukturgesellschaft. Der Verkehrsminister wird gleich erzählen, warum das gut und richtig ist. Ich möchte nur eins sagen, wir haben auch da eine Uneinheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland. Das heißt, es ist so, es gibt Bundesländer, die gehen gut damit um, die haben ihre Autobahnen im Griff, es gibt Bundesländer, die haben sie nicht im Griff. Das ist aus Bundessicht nicht akzeptabel. Es geht dabei nicht um Privatisierung, es geht dabei darum, dass wir effizienter und effektiver werden. Und auch das ist richtig, meine Damen und Herren. Und ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken bei den Berichterstattern, den Verkehrspolitikern, bei Bettina Hagedorn von der SPD und Norbert Brackmann von der CDU, die an dieser Stelle nicht alles, aber doch vieles zum Guten wenden konnten. Ich denke, wir sind zu einem guten Ergebnis gekommen. Wir haben noch einen fünften Block, das Unterhaltsvorschussgesetz. Auch das ist eine Stärkung der Alleinerziehenden. Das ist notwendig. Ich würde mir wünschen, dass wir mit dem gleichen Eifer nun drangehen, diejenigen, hauptsächlich Väter, die sich der Verantwortung ihrer Kinder entziehen, auch entsprechend habhaft zu werden und ihnen das Geld abzunehmen. Ich denke, das ist auch dringend notwendig. Meine Damen und Herren, es gibt immer Kompromisse. Das Ganze ist ein Kompromiss. Jeder hat Abstriche gemacht. Vielleicht hätte es man an der einen oder anderen Stelle besser machen können. Jede Kritik ist ernst zu nehmen. Und ein Meisterwerk ist es sicherlich nicht geworden. Und trotzdem empfehle ich Ihnen zuzustimmen. Den einen Grund habe ich Ihnen am Anfang gesagt. Wir können uns nicht als Bundespolitiker vom Acker machen, wenn in Ländern und Kommunen Probleme da sind. Wir haben die ganze Gesamtverantwortung im Blick zu halten. Das ist gut und das ist wichtig. Das hat auch was mit Legitimation von Politik zu tun. Und der zweite Grund ist ein anderer. Der zweite Grund ist, dass wir, meine Damen und Herren, in der mittlerweile 68-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eins erreicht haben, was ganz, ganz viele Länder nie geschafft haben, was unglaublich wertvoll ist und was vielleicht dazu beiträgt, dass wir stabiler sind als viele, viele andere Demokratien. Wir streiten uns manchmal wie die Kesselflicker. Das ist überhaupt keine Frage. Das unterscheidet uns auch nicht von anderen Ländern. Manchmal stehen wir auch vor einer Situation, da wissen wir nicht, wie es weitergeht und denken, wie kommen wir da wieder raus. Auch das unterscheidet uns nicht von anderen Ländern. Aber am Ende des Tages haben wir es immer wieder geschafft, hier in Deutschland, über persönliche Grenzen hinweg, über Parteigrenzen hinweg, über die Grenzen von Bund und Ländern hinweg, wenn es darauf ankommt, irgendwann mal auch eine Lösung zu finden. Und dieses Irgendwann ist heute, meine Damen und Herren, und deswegen stimmen Sie bitte zu.
Das Wort erhält nun die Kollegin Sarah Wagenknecht für die Fraktion Die Linke.